Ja, auf jeden Fall eine coole Mine. Ach, guck mal, das finde ich ja immer geil hier mit den Treppen, wie man hier so schön nach unten gehen kann. Also hier ist ja ein Weg, wie man sieht. Hier geht es so schön entlang. Ja, ich würde mal sagen, wir folgen hier in der Tiefe nach den Fackeln und besiegen diese Monster. Yo, moin Leute und herzlich willkommen wieder bei Brand kommt zu Besuch. Yay, endlich geht's mal wieder los. Ja, wir spielen heute mal wieder. Wir sind einer Map beigetreten von Onisi, Jay-Z und viel Looten ist noch mit da drin. Hey, da schreit auch mal gleich rein. Hey. So. Ja, bin ich mal gespannt. Endlich mal wieder Brand kommt zu Besuch hier aufnehmen. Cool. Das freut mich doch sehr. Hier ist die Onisi Jay-Z. Ja, bin ich mal gespannt, was sie hier so gebaut hat in ihrer Map. Was haben wir denn hier direkt als? Ach, guck mal, zum Angelteich. Ist das eine Adventure-Map? Also ich weiß das natürlich, ob sie die selbst gebaut hat oder nicht. Willst du Discord oder ohne? Ach ja, jetzt hätte ich zum Beispiel Skype gerade. Aber Discord habe ich jetzt gar nicht vorbereitet. Oh, Mensch, ey. Ab der nächsten Brand kommt zu Besuch Folge ist alles in Ordnung. Würde ich gern, aber dauert jetzt zu lang. Beim nächsten Mal gern. So, ja, sorry. Ab der nächsten Folge ist das wirklich mein Ernst jetzt. Dann habe ich alles vorbereitet. Dann habe ich Skype, JS und Discord auf jeden Fall vorbereitet. Und dann können wir das auch mal, ja, gleichzeitig nochmal mit drin haben. So, ja, was mich immer so interessiert bei dieser Map ist, eigentlich hat sie die selbst gebaut mit ihren Freunden, wie zum Beispiel hier Filuten. Hallo, was macht denn der jetzt hier? Oder ist das eine Map, die heruntergeladen wurde? Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, dieser Gang hier ist wahrscheinlich selbst gebaut. Oh, auf jeden Fall nice, ne? Muss man dazu mal sagen. Okay, weil du hattest mal das vorzumachen. Jetzt sagst du jeden beim nächsten Mal. Nein, wie gesagt, Skype und TS hätte ich jetzt vorbereitet. Das ist echt so. Oh, geht's denn hier runter? Wie gesagt, beim nächsten Mal habe ich, also jetzt ohne Scheiße, Leute, beim nächsten Mal habe ich alles vorbereitet, wenn ich die nächste Folge aufnehme. Dann gerne auch mit Skype, TS oder Discord. Ein großes Sorry nochmal an alle, dass das jetzt gerade nicht. Das dauert mir jetzt zu lange, weil ich habe auch nicht ganz so viel Zeit. Ich würde aber gerne hier nochmal mir so ein bisschen die Map anschauen. Ja, auf jeden Fall eine coole Mine. Ach, guck mal, das finde ich ja immer geil hier mit den Treppen, wie man hier so schön nach unten gehen kann. Zum Angelteich. Ich würde mal so sagen, wir gehen einfach mal hin zum Angelteich, ne? Ich nehme mal. Warum habe ich denn eigentlich hier. Hä? Moment mal, was? Das fällt mir jetzt gerade auf. Warum habe ich hier Items? Ich war doch noch nie in dieser Map. Ist hier ein Skelett oder was? Hä? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Also, ich war echt noch nie in dieser Map. Kann mich zumindest nicht dran erinnern. Soll ich für den Boden Diorit, Andesit oder Granit nehmen im Haus? Ach doch, ich war mal in dieser. Ja, genau. Doch, ich war schon mal in dieser Map. Ich glaube, da habe ich aber nicht aufgenommen hier. Stimmt, genau. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das kann gut sein. Schon lange her. Granit. Also, ich würde Granit nehmen für den Boden. Onisi, Jay-Z. Ja, ich bin mal gespannt. Warte mal, wo geht's hier zum Angelteich? Da würde ich ja nochmal ganz gern mal eben mit hinlaufen. Möchte ich mir mal anschauen. Also, hier ist ja ein Weg, wie man sieht. Hier geht's so schön entlang. Hat man so einen schönen siehst du ja hier, ne? Die Erde auf jeden Fall. Ja. Ach, das ist Target. Ach, wie cool. Das ist echt mal nice. Also, es ist eine Survival-Map, die sie hier hat. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Okay, irgendwie war mir das bei dir klar. Keine Ahnung, warum genau. Vielleicht, weil du auch Granit nimmst. Ich weiß es auch nicht, warum ich immer auf Granit. Aber ich meine, Granit finde ich einfach cool, muss man dazu echt mal sagen. Ja, hier echt schöne Angel. Ich habe jetzt keine Angel dabei, wie man sieht, aber nicht schlecht. Auf jeden Fall. Das ist doch echt cool. Ja, ich meine, weißt du, hast du da hinten so ein bisschen so deine Basis? Ich weiß ja nicht, gibt es ja auch noch ein richtiges Haus. Und hier so einen schönen Angelteich. Kannst schön angeln gehen. Auf jeden Fall nice, ne? So, die Nacht ist angebrochen. Warum stehen hier mit Positionen drin die ganze Zeit? Kann man das irgendwie auch wieder ausblenden? Weiß ich nicht. Die Nacht ist angebrochen. Warte mal. Moment. Zieht neu. Ach, guck mal, auch toll. Weiß ich nicht, wo ich das ausstellen kann, keine Ahnung. Puh. Weiß ich nicht. Ist auch egal, dann bleibt das jetzt eben an. Hast du noch irgendwas geschrieben? Ich schreibe erstmal nochmal doppelpunkt.de. Es ist echt witzig. Ja, ich würde mal so sagen, wir folgen hier in der Tiefe nach den Fackeln und besiegen diese Monster. Nimmst du einen oder zwei in die Folge? Wie einen oder zwei? Achso, in eine Folge mache ich jetzt immer einen pro Folge. Pro Folge. Ja, weil sonst, ich weiß nicht, sonst wird die Folge, glaube ich, ein bisschen zu lang, wenn wir jetzt irgendwie in einer Folge mehrere drin haben. Hier gibt es aber verschiedene Wege, so wie es aus. Alter, ich kriege hier, wenn hier gleich ein Creeper langläuft, ne?
Das ist ein Wolf, ein Wolf. Und hier ist noch irgendwo ein Zombie, höre ich doch schon. Ja, wo geht's denn noch hier lang? Ich weiß nicht, irgendwo kommen wir doch bestimmt raus, oder? Wenn wir jetzt hier lang laufen weiter. Darf ich auch mit aufnehmen? Ach so, ja klar, ja klar. Ich muss hier nochmal eben kurz mal den Monstern in Sicherheit. Da geht's auch irgendwo runter, glaube ich. Klar, also warum denn nicht? Das ist deine Map, das ist Minecraft. Du kannst doch natürlich aufnehmen. Ich sollte mal irgendwie den Wolf zähmen. Habe ich Knochen? Nein, habe ich nicht. Ja toll, hätte ich jetzt gerne mal gemacht. Dann hätten wir so einen kleinen Mini-Schutz gegen die Zombies, sag ich mal. Ich gehe mal doch mal hier weiter diesen Weg entlang. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ich bin viel in was... Oh nein! Jetzt ist hier auch noch unsere Dings kaputt. Unser Schwert. Naja, ich meine, ich möchte mir das hier mal anschauen, mal eben. Das ist ja eine Survival Map. Das ist eine Survival Map auf jeden Fall. Ist doch mal ganz cool, bin ich mal. Ach, mehr ist hier, glaube ich, nicht, ne? Das war's. Okay. Ja, gut. Ist aber auf jeden Fall ganz cool. War so eine coole Idee. Mal schön survival-mäßig. Ich glaube, ich gehe nochmal wieder zurück und dann. Ich baue einfach mal so ein klein bisschen mit, bevor wir hier die Folge wieder beenden. Dann habe ich. Ist da ein Zombie? Nee, das ist der Baum, Alter. Dann haben wir nochmal mit. In der Survival Map mit einer Zuschauerin, Onisi, Jay-Z, ich hoffe, ich spreche den Namen so richtig aus, haben wir nochmal gezockt. Ist doch nice. So, ich weiß nicht, ob ich hier die Bäume abholzen darf. Ich nehme einfach mal hier, da geht's auch noch hoch, also auch noch Licht. Ich fäll hier einfach mal einen Baum. Einfach bei 10 Holz habe ich, egal, ich fäll hier nochmal einen Baum. Und ich glaube, ich baue einfach mal so eine kleine Mini-Hütte, einfach nur mal so als Zeichen, dass ich hier war. Ich meine, warum nicht, ne, warum nicht? Jetzt bin ich mal gespannt, ist hier noch irgendwas? Es ist hier, sind überall Lichter. Das ist ja echt mal interessant. Ne, hier war es das wieder. Okay. Ja gut, ist halt eine kleine Survival-Map. Noch recht neu, so wie es aussieht. Aber ich glaube, ich war hier echt schon mal vor längerer Zeit drauf. Das kann sein, aber da habe ich nicht aufgenommen. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Guckt euch das mal an. Wie so ein kleines Baumhaus von Filuten. Ich gehe einfach mal rein. Hallo, Filuten. Nicht mich schlagen, bitte. Oh, jetzt ist hier ein bisschen... Ist sehr groß, dein Baumhaus. Schläft in einem Bett und zum Sonnenaufgang. Ach so, sie schläft, okay. Da hinten ist auch ein Bett. Okay, Moment, da muss ich mal ganz kurz hin. Ist da noch ein Bett? Ach so, ach, das war... Ach, okay, zwei Betten. Ja gut, zwei reichen natürlich nicht, wenn wir zu dritt in der Map sind. Ja, das ist natürlich auch ganz nice hier. Hier hat man so bei dieser Stelle, sag ich mal, hier ist ja die Mine, ne? So ein schön überdacht. Also ich meine, solche Überdachungen müsste ich bei mir in der Display Map auch mal bauen. Ein Skelett. Ich muss mal eben schauen. Was nützt ja nichts, wenn ich hier schlafen gehe, wenn Filoten nicht schlafen geht? Oder hat er auch noch irgendwo ein Bett? Ich weiß es nicht. Ich warte mal ab, vielleicht passiert ja irgendwas. Einfach mal einen kleinen Moment abwarten. Ja. Oh nein, ich höre ein Skelett. Oh nein, ich höre ein Skelett. Oh nein, 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 nein. Hier bringt nichts. Da steht nochmal. Hab kein Bett. Oh. Achso, doch, hier. Hier ist eins. Oh, ich kann mit dieser Tastatur nicht schreiben. Das ist ja echt zum Mäusemelken. So. Ja, ist doch mal ganz cool. Einfach mal wieder bei einer Zuschauerin hier in der Map sein. Ja, warum nicht? So, komm, Filuten, leg dich hin. Leg dich hin. Oh, ich höre ein Skelett. Ich stehe mal... Ach, siehst du da, ich höre ihn schon. Ich höre schon Filuten. Er legt sich jetzt, glaube ich, auch hin. Und denn, oder? Hört sich zumindest so an, man sieht ja nichts. Ich schlafe schon tief und fest. Na komm, legt euch alle hin. Ey, das klappt ja super. Dann stehe ich halt wieder auf. Ach, guck mal hier, da ist doch viele unten. Leg dich hin, hier ist so ein Bett. Jetzt stehen wir die ganze Zeit rum, auch toll. Naja, ich finde es aber trotzdem einfach mal cool, mal wieder so ein bisschen den Multiplayer zocken. Ich weiß jetzt nicht, ob die Folge so interessant für euch ist, weil wir ja nicht mega viel machen gerade. Aber ich meine, ein bisschen hier Survival zocken, ein bisschen die Map anschauen, ist doch gar nicht mal verkehrt. Oh, mich fügen hier gerade ein paar Leute noch als Freunde zu auf Xbox. Wahrscheinlich, weil ich angekündigt habe, dass ich jetzt gerade aufnehme, ja, dann klappt das eben nicht mit dem Pen, ist ja auch egal. Ja, ich würde aber ganz gerne nochmal eben so ein kleines, so eine Mini-Hütte nochmal eben bauen. Ich weiß noch nicht wohin, aber irgendwo würde ich die gerne bauen. Dann eben nicht. Ja, habe ich auch gerade so gedacht. Was sind das? Zwei verschiedene Minen? Hier geht es einmal runter in eine Mine. Da waren wir eben auch schon, oder? Und da hinten ist doch noch eine gewesen. Bin ich jetzt bescheuert? Warte mal. Nein, jetzt brauche ich mich hier zu. Warte mal. Das muss ich mal ganz kurz nochmal schauen. Ich habe doch gerade eben, also ich bin eben hier runtergegangen und was haben wir hier, wenn wir hier jetzt einfach mal durchgehen? Das muss ich mal eben, ach, hier bin ich doch auch schon gewesen, glaube ich, ne? Nee, ach doch, hier baut sie jetzt mit Granit, cool. Sorry, Brand, dass es noch nicht so viel zu zeigen gibt. Spiele meistens auf Endgames.
Okay. Meinst du nicht Ender? Ender Games? Macht nix, macht nix. Keine Sorge. Das ist, ich find's interessant. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber einfach mal so ein bisschen zuschauen, wie Zuschauer von mir. Einfach mal so ein bisschen hier, ja, ihre Map bauen, ein bisschen Survival zocken. Ist doch recht cool, ist doch recht nice. Das gefällt mir auf jeden Fall, muss ich jetzt mal sagen. Richtig cool. Ja, ich weiß noch nicht, das sieht bestimmt cool aus, wenn sie hier den Boden dann aus Granit macht. Das ist bestimmt so eine kleine Bude, so ein bisschen unterirdisch. Das kann man echt mal machen, ne? Unterirdische Buden sind gar nicht verkehrt, sage ich jetzt mal so. Ich meine so ein bisschen, dass man so noch... Das muss ich auch mal vielleicht mit Let's Play mal wieder machen. Aber jetzt habe ich erstmal die Bergbude gemacht. Mr. Johannes hat sie eingeladen. Ach, mit ihm habe ich doch schon zweimal gezockt, während Brandfunk zu Besuch. Ich trete ihm gleich nochmal bei, keine Sorge. Mache ich gleich nochmal, das mache ich gleich nochmal. Dann wird da auch nochmal eine Folge kommen. Thema, das du jetzt ansprechen kannst, wenn du gerade keines hast. Wie läuft es mit deinem Führerschein? Ach ja, hört auf. Also, ich habe jetzt zu lange Pause gemacht, sage ich mal so. Ich muss da heute langsam wieder reinkommen. Was ist das Skelett denn hier eigentlich? Also, wenn ihr das Video seht, dann habe ich schon wieder ein bisschen mehr gefahren. Aber ich muss noch, bin seit fast einem Monat nicht mehr gefahren. Aber nicht jetzt irgendwie. Das hat einfach damit zu tun. Einmal habe ich es verpennt, habe ich ganz vergessen. Habe ich halt verwechselt den Tag. Ich muss mir dieses Baumhaus. Ich baue mir auch ein bisschen hier auf dem Haus. Ne? Und zwar, ja, das war einfach so. Oh nee. Ernsthaft. Das war einfach so. Ja, und zwar habe ich. Ja, einmal das verpennt und einmal hatte ich, weil ich noch ein bisschen Theorie lernen wollte, da habe ich das einfach verpennt. Ich baue immer so ein kleines Baumhaus, bisschen blöd. Deswegen, ich muss wieder ein bisschen fahren, also ich muss wieder ein bisschen Praxis fahren, das ist dann noch überhaupt nicht weiter vorangegangen. Also noch nicht so wirklich. Und Theorie, ich glaube, das geht aber langsam voran. Ich meine, ich möchte jetzt auch erstmal sehen, ich meine, ich kann irgendwie nicht beides, obwohl eigentlich ist es ja, wäre es ja ganz nice, wenn man beides so irgendwie macht, aber das Problem ist einfach irgendwie, ich krieg's nicht hin, deswegen, ich konzentriere mich jetzt ein bisschen stärker auf Theorie, dass ich da wirklich jeden Tag immer eine bestimmte Zeit einfach mal Fragen mache, Vorprüfungen und hast du nicht gesehen und so. Und ich meine, ganz ehrlich, ich muss halt sehen, dass ich da jetzt ein bisschen vorankomme, dass ich jetzt bald mal meine Theorieprüfung mache und dann hoffe ich einfach mal, dass es klappt. Ich meine, das ist immer unterschiedlich. Manchmal in den Vorprüfungen läuft es super, null Fehlerpunkte, manchmal so ein paar. Und manchmal habe ich 13 und manchmal habe ich 30, manchmal habe ich über 40. Das ist echt immer durcheinander. Das sind halt immer so verschiedene Fragen, die ich dann einfach nicht weiß, weil das einfach so bescheuerte Fragen sind manchmal dazwischen. Und dann, das ist einfach manchmal echt doof, ne? Ich meine, die kann ich mir 10-mal angucken und irgendwie begreife ich das einfach nicht. Ich kann mir ja auch nicht von über 1000 Fragen jede Antwort merken, was hier richtig ist, sage ich mal. Das ist einfach schwierig. Okay, das ist ein bisschen sehr klein jetzt. Ich glaube, ein größer kann ich noch, ne? Ich baue ja immer so ein kleines, warum nicht, ne? Einfach mal so ein kleines Baumhaus. Ja, also mit dem Führerschein, wie gesagt, noch, bin ich nicht wirklich weitergekommen, obwohl ich jetzt schon seit sehr langer Zeit dran bin. Aber ich meine, was soll ich machen? Ich bin noch dran und ich werde es ja sehen, ne? Oh, ich bin schon wieder müde, ja. Ich gehe halt wirklich, also ich möchte ihn wirklich, ich möchte wirklich meinen Führerschein machen, definitiv. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich in diesem Monat noch klappt. Was heißt in diesem Monat, wenn ihr das Video seht, ist März. Ich glaube, März wird auch nichts werden. Aber ich hoffe, dass das irgendwie so im April oder so da mal was wird. Ich hoffe es wirklich sehr, ne? Muss man dazu mal sagen. Wenn nicht, ist es auch so, aber ich meine, jede Fahrstunde wird halt immer teurer, das ist ein bisschen blöd. Aber ich meine, Pausen sind auch nicht so gut, weil dann bist du ganz raus. Ich habe schon, wenn ich wieder Freitag fahre, ne? Freitag, ja, gut, wenn ihr das Video seht, ist der Tag schon rum. Wenn ich dann wieder fahre, dann ist, dann muss ich, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Also hier mit, dass ich nicht abwürge und so. Hier ist ohne Scheiß mal gerade. Ach, guck mal, cool, ja, er baut schon hier wieder Treppen hin. Ja, mir tut's leid mit dem Creeper, das lag jetzt, glaube ich, auch ein bisschen an mir. Ja gut, hier kann man, guck mal, hier kann man zum Beispiel echt... hier könnte man so eine Falltür reinmachen mit Leitern und dann kannst du hier so runtergehen. Aber ich würde mal so sagen, damit die Folge nicht zu lang wird, gehe ich erstmal wieder raus. War sehr cool auf jeden Fall. Haben wir hier nochmal wieder gezockt, ein kleines Baumhaus gebaut. War doch nice. War nice. Bin erstmal weg, Baby. Ich kann nicht schreiben mit dieser Tastatur. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses Video wieder gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Brand kommt zu Besuch. Und jo, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ich warte noch mal eben die Antwort ab von Onisi, Jay-Z oder Onesi, Yasi. Vielleicht auch Yasi. Ich weiß es ja nicht. Jay-Zi, Jasi. Wie auch immer. Okay, schade, Baby. Und kann ich Werbung machen.
Jo, mach. Ja klar, der machst du nochmal in Werbung. Wer nicht zuschauen will, kann abschalten. Aber ich meine, so sozial bin ich dann doch schon. Ich meine, warum soll ich sagen nein, ne? Mach nochmal kurz Werbung und dann sind wir auch wieder raus aus der Map. Auf jeden Fall cool, eine coole Survival-Map. Richtig cool, nice, perfekt. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt, sag ich mal so. Will YouTube-Rang auf Endgames, hab aber nicht genug Abos. Erstmal geiern. Ist Endgames ein Server? Ey, ich bin so raus aus Minecraft im Moment. Okay, ich warte mal kurz ab, ich weiß nicht, Channel-Namen hat sie jetzt ja noch nicht geschrieben, ne? Naja, vielleicht heißt sie so auch auf YouTube, kann ja sein sogar, ne? Ich weiß es, ich habe schon mal Videos von ihr gesehen, da hieß sie aber anders und gerne, ach hier, PS abonniert, abonnieren, was, PS, also alle abonnieren, alle brandabonnieren, achso, und ja, genau, perfekt, super, das war's und bis zum nächsten Mal, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, tschüss!